Was war das denn für ein Raid? Hey, ich sag's euch ehrlich, das ist die beste Methode für diesen Raid. So besiegt ihr den neuen 7-Sterne-Raid Hisui Tonoptu ganz einfach. Viel Spaß beim Video. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das Pokémon, welches wir nutzen, ich bin ziemlich überrascht davon. Wir spielen Viscogon, das normale Viscogon. Es kann sein, dass ich mich zwischendurch mal verspreche, aber es ist das normale Viscogon, was jeder in Karmesin und Popo fangen kann. Wir haben hier das Item Muschelglocke. Terra-Typ ist hier ganz, ganz wichtig, dass ihr hier Wasser spielt. Den Terra-Typen könnt ihr hier mit Terra-Shards bzw. mit Terra-Stücken ganz einfach ändern. Und zwar, um den Terra-Typen zu ändern, fliegen wir einmal Richtung Mesclara, und zwar Mesclara Ost. Den Terra-Typen könnt ihr ganz einfach in der Normal-Arena ändern. Ich zeige euch, wo die Dame steht, wo ihr euren Terra-Typen für das Pokémon ändern könnt. Und zwar angekommen steht hier der Koch oder die Köchin und die müsst ihr einmal ansprechen. Sie fragt euch ja irgendwelche Special-Rezepte und ihr geht dann einmal hier auf Terra-Stücke und dann Wasser und dann könnt ihr euer Pokémon auswählen, welches den Terra-Typ Wasser bekommen soll. Wichtig, ihr braucht 50 Terra-Stücke für Typ Wasser. Vorab, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, schreibt es mir mal in die Kommentare und ich versuche euch wirklich da auszuhelfen. Einfach nur in die Kommentar-Section und auf jeden Fall das Video schon mal liken. Dann auf jeden Fall weiter zum Viscogon. Es muss auf jeden Fall auch Level 100 sein. Für die EVs haben wir 252 auf den KP und Spezialangriffswert. Ihr könnt hier ein stilles oder ein mäßiges Wesen spielen. Spielt hier in dem Fall keine große Rolle. Für die Fähigkeit haben wir hier einmal Vegetarier, denn wir spielen ja wie gesagt einen Terra-Typ Wasser. Und wenn Hisui Tonoptu sich denkt, dass er einen Solarstrahl raushauen müsste und uns dann gegebenenfalls trifft, können wir hier mit der Fähigkeit das Ganze wirklich sehr, sehr gut managen. Für die Attacken haben wir hier einmal Surfer, Säurespeier, Regentanz und Lebenstropfen. Ihr könnt das Ganze auch anpassen für die Leute, die keinen Surfer haben, was ein DLC-Item ist. Ihr könnt hier auch Lehmbrühe spielen und als Item dann aber Zoomlinse. Denn Zoomlinse erhöht die Genauigkeit um 20%, wenn ihr nach dem gegnerischen Pokémon angreift. Und deswegen macht hier auch bei Viscogon ein stilles Wesen Sinn. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Viscogon mit Surfer spielt, auch einfach ein mäßiges Wesen spielen. Solltet ihr Lehmbrühe spielen, dann solltet ihr hier auf ein stilles Wesen zurückgreifen. Was ganz viele Leute vergessen, sind tatsächlich auch die DVs. Deswegen sehen eure Pokémon meistens nicht so aus wie meine Pokémon. Ihr könnt das Ganze checken, indem ihr einfach in die Pokémon-Box geht, die Plus-Taste drückt. Wichtig ist auch hier, ihr müsst das Spiel durchgespielt haben, um das zu checken. Wollt ihr die DVs ändern, fliegen wir einmal Richtung Norden und zwar zur Stadt Frigomonta. Denn hier könnt ihr hinter dem Pokémon Center bei dem Trainer mit dem Rex Blizzard mit Silber- und Gold-Kronkorken, die ihr in 5- und 6-Sterne-Raids findet, eure DVs verbessern. Habt ihr noch keine 6- und 7-Sterne-Raids freigeschaltet, tippt ihr einfach bei YouTube ein Winnyday 7-Sterne-Raids freischalten und ich erkläre es euch innerhalb von 2 Minuten 30, wie ihr das Ganze auch freischalten könnt. Leute, holt die Notizblöcke raus, denn ich zeige euch, wie ihr Hisui Tonoptu im neuen 7-Sterne-Raid ganz einfach besiegen könnt. Das Pokémon, was wir nutzen, ist wirklich overpowered und die Defensive will ich erst gar nicht anfangen von. Hisui Tonoptu, ich habe mir wirklich mehr erhofft. Es ist ein wirklich sehr, sehr einfacher Raid. In der ersten Runde oder wie ich nennen würde, die Runde 0, geht er meist immer auf einen Irrlicht. In der zweiten Runde allerdings kann er sich natürlich auch dafür entscheiden, dass er auf einen Sonntag geht. Nichtsdestotrotz gehen wir hier erstmal auf einen Säurespeier. Bei uns setzt er jetzt in der ersten offiziellen Runde ein Irrlicht ein. Ganz wichtig ist es hier, sobald er, ich gehe davon aus, dass er in der nächsten Runde Sonntag macht, Sonntag raushaut, solltet ihr dann mit eurem mit eurem Goodra, aka Viscogon, auf einen Regentanz gehen. Warum? Regentanz schwächt die Feuerattacken und Sonnentag verstärkt die Feuerattacken von ihm. Und wir wollen nicht, dass er mit seinen Feuerattacken uns ein bisschen mehr Schaden zufügt, als er eigentlich soll. Er geht auf ein Irrlicht, das spielt bei uns keine große Rolle. Die ersten 2 bis 4 Runden sind eh nicht so wirklich wichtig, da er auf einen kompletten Stat-Reset geht. Wir gehen einfach hier nochmal auf einen Säurespeier. Die KP sehen ganz gut aus. Ihr solltet auf jeden Fall daran denken, dass ihr nicht unter der gelben KP kommt. Und dann wird es meist kritisch, da er auch ganz gut austeilen kann. Er hat ja immer noch eine 119er Base-Spezial-Attack-Stat. Was wir aber jetzt machen, denn wir sind kurz vom kompletten Reset, beziehungsweise jetzt resettet er sich, gehen wir hier einmal auf einen Lebenstropfen. Ihr könnt natürlich auch über die Anfeuermethode euer Pokémon so heilen. Der Vorteil hierüber ist, dass wir uns direkt heilen können.
So, für die nächste Runde frisch gestärkt sollte eigentlich unser Ziel nur noch darin bestehen, dass wir hier jetzt ein paar Säurespeier raushauen. Es ist hier wichtig, dass wenn ihr in den gelben KP-Bereich seid, das hier auf jeden Fall heilt. Wir sind jetzt hier ganz sicher, wir gehen auf einen Säurespeier. Im besten Fall wollt ihr ihn auf minus 6 droppen. Sein Schild ist relativ groß. Ihr habt hier auch die Option natürlich auch mit Lehmbrühe, falls ihr Surfer nicht habt. Ich glaube, Surfer gab es nämlich nur erst beim DLC. Hier seht ihr jetzt, wir sind bei der gelben KP angekommen. Der nächste Hit wird schwierig sein zu tanken. Deswegen gehen wir hier in der nächsten Runde einmal auf die Anfeuern-Methode und wollen einmal unser Pokémon komplett heilen. Ihr seht schon, das Schild von Tonoptu ist ziemlich riesig. Deswegen ist es gar kein Problem. Sorgt euch nicht dafür, auch wenn ihr einmal down gehen solltet. Ihr schafft es wirklich mit dem Pokémon, was wir hier im Raid benutzen. Ganz wichtig ist es aber auch noch, bevor ihr Terra kristallisiert, seid euch auf jeden Fall sicher, dass der gute KP-Bereich liegt. In der nächsten Runde auf einen Säurespeier. Ihr seht, wir haben die grüne KP-Anzeige. Er geht auf ein Irrlicht. Ist gut für uns. Umso mehr Irrlichter, desto besser, denn wir sind wie gesagt ein spezieller Attacker. Säurespeier, dann müsste er, glaube ich, sogar minus 4 sein von den speziellen Defensive. Das könnt ihr überprüfen in dem Raid. Das kann ich euch mal eben ganz schnell zeigen. Ihr geht einmal auf Y. Und dann sollte das... Okay, wir müssen eben kurz warten, bis er sich da beruhigt hat. Gehen wir einfach auf Y und dann sehen wir, er ist auf minus 4. Und dann gehen wir hier auf einen Säurespeier. Und wir können uns auch schon tatsächlich Terra kristallisieren. Mit Lebenbrühe müsst ihr aufpassen, dann müsst ihr gegebenenfalls öfter heilen. Hier haben wir den Vorteil, dass wir das mit Muschelglocke und Surfer spielen. Phantomparade sollten wir ganz gut tanken. Das ist ganz gut. Jetzt aber nicht angreifen, denn wir sind auf jeden Fall langsamer als er. Denn wir gehen einmal auf Anfeuern. Wir könnten aber jetzt, realisiere ich gerade, auch angreifen, weil er paralysiert ist. Aber in eurem Fall, wenn er nicht paralysiert ist, genau wie ich jetzt hier, anfeuern, erstmal die KP auf grünen Bereich holen. Er ist paralysiert, kommt uns entgegen. Kann auch sein, dass er mal nicht trifft. Deswegen hat das auch das Ganze mit ein bisschen Glück was zu tun. Wir gehen auf eine Terra-Kristallisierung, dann auf einen Surfer. Wir sollten auf jeden Fall einen Hit überleben, falls er uns treffen sollte und falls er keine Para hätte. Und dann sollten wir mit einem Surfer durchkommen und sollten auch gut Schaden machen, um uns auch dann zu regenerieren. Ganz wichtig ist es, Terra kristallisiert euch nicht, wenn ihr in dem wirklich kurz vorm roten KP-Bereich seid. Seid euch sicher, dass ihr auf jeden Fall safe seid und einen Hit tanken könnt und dann auf eine Terra geht. Ihr seht schon, wir heilen uns wirklich ziemlich deftig. Das mit der Zeit, alles kein Stress, das passt auf jeden Fall. Ich zeige euch auch nochmal, wie ihr die Stats sehen könnt. Einfach hier zwischen den Runden auf die Y-Taste klicken. Hier in dem Fall, wenn er wieder auf einen Sonnentag geht, ist es wieder ganz wichtig, dass er dementsprechend auch dagegen trutzt und dann dementsprechend, wie gesagt, einen Regentanz raushaut. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich ein paar Wörter doppelt sage. Verzeiht, es ist 1.30 Uhr und ich nehme das Video hier in der Nacht auf. Deswegen verzeiht mir auf jeden Fall. Er ist paralysiert, das kommt uns ziemlich entgegen. Greift sowieso zweimal an. Ich meine, er hat 119er Init. Das sollte aber kein Problem sein. Unser Regentanz ist draußen. Wir gehen auf einen Surfer. Den Hit sollten wir ganz gut tanken. Paralyse, wir sind tatsächlich schneller als er. Das heißt, wir kommen durch. Der Schaden, ihr seht, gar kein Problem. Alles easy. Das normale Viscogon ist einfach OP. Es tankt alles. 119 Base Spätz Angriff hat Hisui Tonoptu. Und selbst wenn er zweimal angreifen kann, kommt er nicht durch. Es gibt natürlich auch ein paar andere Alternativen. Lasst es mich mal gerne wissen, ob ihr auch mal noch eine andere Solo-Methode sehen wollt in den Kommentaren. Könnt ihr natürlich auch schreiben, wie ihr es geschafft habt. Ich gucke auf jeden Fall, ich halte die Augen offen, dass wir das auf jeden Fall auch im Stream machen. Für die Leute, die es nicht geschafft haben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt mal in den Stream. Schreibt mir hier in die Kommis, wie es bei euch gelaufen ist und sagt mir auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, was und wie. Und dann versuche ich euch auf jeden Fall dort zu helfen. Am Ende des Tages, ich gehe nur noch auf den Surfer, er ist paralysiert, er ist auf minus 6 und wir machen zu guten Schaden, um das nicht auszunutzen. Und was soll ich sagen? Ja, Hisui Tonoptu, ganz einfach besiegt. Like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.